Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Veranstaltungen und Kulturtipps auf MV1. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast mir eingeladen habe oder er Zeit gefunden hat. Einer der größten und berüchtigsten und berühmtesten Jazzmusiker oder Entertainer, muss man auch sagen, in Mecklenburg-Vorpommern. Sie kennen ihn, ich kenne ihn auch, Andreas Pasternak. Schönen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, erstmal. Ja, sehr gern. Ich habe ja deine Sendung schon oft verfolgt und habe mich wirklich sehr amüsiert. Du bist für mich auch ein ganz großer Entertainer. Und ich liebe dich im Fernsehen zu sehen. Ich rutsche gleich aus, deswegen haben wir uns hingesetzt. Also wir beide sind die Größten. Wir beide sind auf jeden Fall die Größten. Warum habe ich dich eingeladen? Ich will mal wissen, so, du machst seit 20 Jahren Jazz, Musik, Swing, Musik bis Entertainer, viel in MV unterwegs. Meine Frage, wie hat sich der Jazz und der Swing so in den letzten Jahren in Mecklenburg-Vorpommern so entwickelt? Ich kann es vielleicht nicht ganz genau sagen, weil ich ja meistens mit meinen Leuten unterwegs bin und selbst irgendwo spiele und nicht mehr wie früher an der Hochschule für Musik und Theater unterrichte. Und so kriege ich nur alles so ein bisschen am Rande mit. Ich habe natürlich mit meinen Jungs da, bin ich am Start. Die sind genau ausgesucht, wir sind perfekt eingespielt. Aber was so im Land läuft, kann ich nicht ganz gut beurteilen. Aber bei deinen eigenen Konzerten ist das eher mehr geworden? Hast du das Gefühl, dass die Leute dich mehr kennen und deine Musik, also die Musikrichtung Jazz und Swing mehr schätzen? Absolut. Also ich kann wirklich sagen, dass wir meistens vor ausverkauftem Haus spielen und das ist für eine Jazzband schon mal ziemlich cool. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich die NDR-Radiosendung habe, die jeden Dienstagabend läuft um 21.05 Uhr, NDR1 Radio MV, Jazz Time, lernt man auch viel kennen. Und wir nehmen ja auch sehr viele Sendungen live auf, das heißt nicht nur CDs spielen, sondern tatsächlich eben auch mit der Band und mit irgendeinem Gast da. Jetzt hatten wir gerade Ingolf Burkhardt von der NDR Big Band. Und das muss man erstmal wuppen und so bin ich eigentlich immer beschäftigt. Aber ich glaube, um nochmal zu Ende zu bringen, es hat sich super entwickelt. Es gibt ganz viele Jazzveranstalter, auch hier in Rostock. Arnshoop ist auch stark, ne? Arnshoop ist stark. Überall sieht man, dass Festivals sind. Greifswald habe ich mir gerade angeschaut. Die NDR Big Band, cool. Ich glaube, das ist eine großartige Nummer. Eine Frage, du hast ja eine lange musikalische Karriere hinter dir. Du hast mit 16 oder mit 11 oder mit 6 angefangen, Saxophon zu spielen. Bist dann ja vor kurzem oder vor ein paar Jahren umgestiegen, auch als Sänger, Entertainment. Wobei einige Leute sagen, oh, vielleicht hätte er das vielleicht mal nicht machen sollen, aber so als Sinatra in MV, da gehst du ganz gut durch mit, ne? Ja, also im Prinzip war das so, wenn man in einer Hotelbar spielt mit einem Pianisten oder einem Gitarristen, irgendwann gibt es selbst den geneigten Hörer auf den Keks, wenn man nur instrumentale Sachen hört. Das heißt, das war ein wichtiger, logischer Weg, einfach auch zu singen. Und ich bin ja nicht faul, ich habe fleißig geübt. Und ich glaube, alle die das früher gesagt haben, die sagen es jetzt nicht mehr. Alles klar. Schön rausgeredet. Erstmal kommen die Veranstaltungstipps aus dem ganzen Land und gleich sehen wir uns wieder mit mir und Andreas Pasternak. Also der Esel nennt sich eigentlich alle mit Andreas Pasternak und mir. So rum. Bis gleich. Erleben Sie das Schillendste, das Giftigste und das Poetischste von Schwarzblond. Die Best-of-Revue des Duos wird zweimal auf der Bühne der kleinen Komödie Warnemünde zu sehen sein. Am 24. September um 20 Uhr und am 25. September um 16 Uhr. Manuela Kaspar und Benny Hiller präsentieren Songs zwischen Gänsehaut und Herzprickeln, zwischen Chanson und Kabarett. Ein echtes Sahnehäubchen. Die zweite Auflage des Schweriner Jedermann-Radrennens startet am 25. September vor dem Schweriner Schloss. Zwei Strecken stehen zur Auswahl, die AOK-Fitnessrunde über 55 Kilometer und die 91 Kilometer Sparkassenstrecke für geübte Fahrer. Außerdem können Sie sich für das Elektrofahrradrennen der Stadtwerke auch über 55 Kilometer anmelden. Es geht durch die herrliche Lewitz-Region. Anmeldungen unter schweriner-seenrunde.de sind bis zum 18. September möglich oder Sie kommen am 24. September zwischen 14 und 19 Uhr direkt zur Nachmeldung auf den Alten Garten in Schwerin. Captain Cook und seine singenden Saxophone sind zu Gast bei Bauer Call auf dem Goldchener Hof. Die Band spielt neben klassischen Titeln auch Stimmungshits der 60er und 70er Jahre sowie Rock'n'Roll-Titel. Dabei hören Sie immer den unverkennbaren Saxophon-Sound. Karten für diesen spektakulären Auftritt bekommen Sie unter www.mehrtickets.de. Der 21-jährige DJ hat weltweit Erfolge gefeiert mit Cheerleader und Bonfire. Vor 2 Jahren war er höchstens Insidern bekannt. Jetzt kommt Felix Jehn in den Norden zurück. Am 30. September ist er im Rostocker Moja zu Gast. Karten gibt es bei Ticketmaster oder Eventim. Das Junge Staatstheater zeigt ein Stück von Neil LeBute, Fettes Schwein. In diesem geht es um die Liebesbeziehung zwischen dem schüchternen Tom und der adipösen und charmanten Helen.
Tom ist über beide Ohren in sie verliebt, verschweigt jedoch seine Beziehung seinen Arbeitskollegen. Wie die Geschichte genau ausgeht, erfahren Sie um 19.30 Uhr in der Remise des Landratsamtes Parchim. Richtig viel los wieder in Schwerin am 23. September zum Honky Tonk. 17 Live-Shows verwandeln die Innenstadt in eine Partyzone. Pop, Folk, Soul, Funk, Blues und Rock'n'Roll. Wer da nichts für sich findet, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Bändchen gibt es unter honky-tonk.de. Während der Pause haben wir ein bisschen rumgejammt, macht ja echt Spaß. Das ist auch ein total altes Instrument. Man glaubt ja gar nicht, wie lange so ein Instrument halten können. Das ist, erklär mal, was ist das für ein Instrument, Andreas? Das ist ein Conn Ladyface Altsaxophon von 1947. Übrigens, das Stück, was du da gerade komponiert hast, das kann man doch als Titelmelodie für einen Sender nehmen, oder? Ja, aber das könnten sie sich nicht leisten. Ach so, okay. Also, nochmal zurückzukommen. Du bist ja, wie gesagt, hast in Berlin in Hans Eisler dann studiert, bist dann nach Rostock gekommen und da frage ich mich natürlich, Rostock war ja nur früher nicht so eine Hochburg, was Jazz angeht. Wieso bist du denn hierher gekommen oder backen geblieben, oder? Naja, erstmal in Mecklenburg-Vorpommern ist Rostock schon für Musiker ein ganz, ganz guter Ort, weil hier einfach auch die meisten Menschen leben und weil es sehr zentral ist, weil die Hochschule für Musik hier ist. Ein Theater ist toll und man kommt am schnellsten von hier von A nach B, also innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern. Das ist halt, man ist auch schnell mal auf der Insel Rügen oder auf Usedom. Und deswegen war Rostock schon, wenn dann Mecklenburg-Vorpommern, dann der richtige Ort. Okay, und die Geschichte ist dahinter. Ich habe da mal irgendwas recherchiert. Du warst mal irgendwo bei der Armee und dann kam das dazu, dass du hier irgendwie Fuß gefasst bist. Hast. Schon, ich war beim Stabsmusiker der Volksmarine. Das war ganz angenehm und manchmal sehe ich die älteren Herren noch und die spielen ja auch noch in so einem Blasorchester mit. Und da freue ich mich immer, wenn ich so die alten Muschkanten, wie man sagt, wiedersehe. Du hast ja nur auch mehrere Projekte oder hast zwei feste Projekte, ein kleines und ein großes Projekt. Was macht ihr denn so hauptsächlich für Musik? Also klar, Jazz, Swing ist das eine, aber hast du so Vorbilder, an die du dich so greifst? So Sinatra ist wahrscheinlich erstmal ganz, ganz weit nach oben gegriffen, aber... Ja, natürlich. Ich habe haufenweise Vorbilder. Allerdings nutzen die nicht immer etwas, wenn man jetzt in einer normalen Konzertsituation ist. Wenn man zum Beispiel zum Rotary-Ball spielt oder zum Lions-Ball oder so, wird man mit Frank Sinatra nicht so weit kommen. Gut, man kann mal New York spielen oder so, aber jetzt irgendwie 2-3 Stunden lang Sinatra-Songs, das geht eben nicht. Bisschen ausgeleiert, wenn man mal ehrlich sein darf, ne? Das nicht. Das ist super cool, aber der Musikgeschmack hat sich leider geändert bei den meisten Menschen. Wer kennt heutzutage noch eine Big Band, ne? Und das muss man den Menschen wieder langsam nahebringen. Und ich glaube, es ist uns aber auch schon ganz gut gelungen. Und jetzt kommt ja bald wieder der große Jazzband-Ball im Hotel Neptun. Da spielen wir mit der Big Band, also mit 20 Musikern, die ganze Nacht. Und es macht natürlich Spaß. Ich würde noch wirklich so gerne und noch viel, viel so länger mit dir, mit Ihnen über das Thema Jazz, Andreas Pastrnak, meiner Wenigkeit reden. Leider sind es aber die Hände gebunden. Was gibst du denn so als Information, wenn man das jetzt sieht und man Jazz begeistert ist, was sagst du jetzt nochmal dem Zuschauer, der sagt, ach Mensch, das war ja Pastrnak, den kenne ich ja nur aus dem Radio. Da ist jetzt dein Publikum. Okay, ich lade Sie ganz herzlich ein zu unserer Big Band Night, die jeden letzten Donnerstag im Monat im Ursprung am Alten Markt in Rostock läuft. Das ist wirklich nicht zu toppen und super cool. 20 Musiker, viele, viele junge Sängerinnen, Sänger, tolle Instrumentalisten, jeder Musiker in dieser Big Band ist ein Solist. Cool, cool, cool. Super, also damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Interview, Andreas. Vielen Dank dem Kameramann für die tollen Bilder. Vielen Dank an mich natürlich. Einen schönen Sommer. Heute haben wir nochmal einen letzten Tag gehabt. Abschlusssommer. Bis zur nächsten Woche und leben Sie Kultur. Vielen Dank. Auch der Herbst hat schöne Tage.